Hallo liebe Geschäftspartner. Unter vielen E-Zigarettenhändlern herrscht gerade Unruhe, weil das Lebensmittelüberwachungsamt Heinsberg der Firma Twisted untersagt hat, die Ego IO Pro C von Joytec zu verkaufen. Konkret geht es um das Lizenzprodukt von der Firma InnoSix. Hintergrund ist eine Überprüfung und Begutachtung des Chemischen Veterinäruntersuchungsamtes Ostwestfalen-Lippe. Anlass war eine anonyme Verbraucherbeschwerde, dass dieses Modell nicht über die vorgeschriebene Kindersicherung verfügt. Ich kann Ihnen die Angst nehmen. Wir verkaufen keine Ego IO Pro C. Unsere Ego IO ist mit einer Kindersicherung ausgestattet. Die Unterschiede werde ich Ihnen nun zeigen. Beginnen wir mit der Ego IO Pro C. Hier handelt es sich um einen ganz normalen Schraubverschluss. Ganz einfach zu öffnen. Außerdem hat die Ego IO Pro C eine Topcap, die sich genauso einfach öffnen lässt. Bei unserer Ego IO handelt es sich um einen Druckdrehverschluss, eine übliche Methode zur Kindersicherung, wie Sie sie bereits von unseren Liquids kennen. Ich hoffe, ich konnte Sie ein wenig beruhigen. Das Verkaufsverbot bezieht sich nur auf die Ego IO Pro C und nicht auf unsere kindergesicherte Ego IO. Falls Sie noch weitere Fragen haben, rufen Sie uns doch einfach im Callcenter an oder fragen Sie Ihren Außendienstler. Bis zum nächsten Mal.